sag Schwaben, das sind Micha und Mark. Diesmal die Rucksackschwaben in der Wildnis. Ich dachte, er ist halt auferstanden, der Kollege. Heute ist Ostern. Fröhlicher Ostern miteinander. So, guten Morgen, liebe Leute. Es geht los. Wir sind fit. Nachdem wir ein bisschen Verspätung hattet, geht es jetzt los. Das ist die Wahrheit, warum wir Verspätung hatten. Einer von uns beide hat die ganze Nacht gesägt und hat den Wecker nicht gehört. Ja, einer von uns beide war's. Ich will aber jetzt ja keine Namen nennen. Noch ein bisschen frisch ich. Ja, ein bisschen frisch ich. Temperatur 11 Grad oder so haben wir momentan. Erwartet die Temperatur heute Nacht? Ich glaube 4 oder 3 oder sowas. Da sind wir wieder. Laufen wir wieder bergauf. Ich glaube, wir müssen bald oben sein. Also, erste 500 Meter sind geschafft und wir sind schon wieder falsch gelaufen. Nee, es sind immer noch keine 500, vielleicht 150 Meter. Wo laufen wir jetzt lang, rechts oder links? Rechts. Das ist eine Burgruine und in die Richtung geht es jetzt auch gleich. Da unten durch das Dorf und dann raus aus der Zivilisation, rein in das Abenteuer, in den Wald. So, wir haben eine Entdeckung gemacht, eine tote Birke, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, brennt die ziemlich gut als Anzünder. Deshalb nehmen wir da jetzt auf jeden Fall mal ein Stück mit. Mir hat aufgefallen, dass wir gar keinen Proviant dabei haben. Aber umso mehr Survival Challenge müssen wir jetzt nach Sachen suchen, die wir essen können. Wir haben uns natürlich wieder den einfachsten Weg rausgesucht. Natürlich geht es wieder berghoch, fast kein Wasser mehr. Sind wir ja gewöhnt. Wir sind glaube gleich oben. Ich glaube auch, wir sind gleich oben. Also, so. Ich hole eine Burgruine da oben vom Berg. Wir gehen jetzt Offroad, dann hochgehen. Gleich in was Spitzes reingelangt. Eieieiei, leckt am Arsch. Komm, kämpfe. Ich meine, die Offroad-Tour geschafft. War ganz schön anstrengend. Deswegen transpiriere ich ein bisschen. Wäre noch nicht so. Kurze Information, wir haben jetzt übrigens was Neues überlegt. Wir machen so Challenges. Ja. Quasi jeder hat sich eine Challenge überlegt und beide müssen sie machen. Nice. Geht sogar runter in eine Höhle oder was rein. Ist ja cool. Ich schalte um die Ecke. Und tatsächlich du. Oh, fuck. Das ist rutschig. Jetzt hätte es mich fast reingeschlagen. Weiter geht's. Jetzt laufen wir da lang, da geht's jetzt bestimmt 20 Kilometer, kommt da jetzt erstmal nix. Survival Trick. Moos. Und dann zusammenknüllen und das Wasser kann man direkt trinken. Nur das ist furztrocken hier, da kommt leider nichts raus. Tequila! Eigentlich müssen wir jetzt noch einen trinken, deswegen. Komm, dann trinken wir einen da. Ja. Stimmt.
Tequila. Tequila. Danke, Chris. Ja, komm hier. Ciao, oder was? Ja, klar. Prost. Heute Abend gibt es Brennnesseltee. Und ein Brennnesseltee. Da unten geht ein Bach entlang und irgendwo müsste dann oben im Berg die Quelle sein. Ich glaube, das ist ein Zunderschwamm. Das ist auf jeden Fall knochentrocken. Ich glaube, damit können wir auch heute Abend ein Feierli anzünden. Deswegen nehmen wir das Ding mal mit. So, hier sind wir am Bach und ich suche schon die ganze Zeit. Ah ne, es ist doch kein Bärlauch. Scheiße. Ich dachte gerade, es sah von der Ferne so aus, aber das ist leider kein Bärlauch. Müssen wir noch weiter suchen. Wir sind jetzt den Bach da hoch entlang gelaufen und hier ist jetzt die Quelle. Jetzt füllen wir hier auf und dann brauchen wir es nicht füllen. Zack. Und unsere Kräuter da waschen wir jetzt noch. Survival Challenge. Wir haben uns ja diesmal überlegt, wir machen Challenges. Ja, ich weiß ja nicht, was seine Challenge ist. Ja, ich weiß nicht, was seine Challenge ist. Und da habe ich was vorbereitet oder was mitgebracht. Yeah, 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 yeah. Jeder kriegt eine leere Flasche. Und mit der Flasche muss sich jetzt jeder einen Wasserfilter bauen. Ab jetzt 2 Stunden Zeit, kann sich Material sammeln. Dann testen wir, welcher besser funktioniert. Ja. Na gut, Challenge accepted. Ich habe leider keinen Plan, wie man sich hier einen Wasserfilter bauen soll. Aber ich habe mal gehört, dass so Steine und so das ein bisschen filtern. Deswegen mache ich das einfach komplett voll mit verschiedenen großen Steinen. So vielleicht grob und immer feiner. Schneide ich dann hier oben auf, lade das Wasser rein und dann kommt es unten wieder raus. Aber je nachdem, was mir für ein Drecksloch findet, das ist, glaube ich, eher unangenehm. Der Marc steht dahinter und ich gehe ein bisschen weiter weg, dass er meine Tricks nicht sieht. Und suchen wir jetzt Material. Wir brauchen auf jeden Fall Moos, das haben wir hier direkt. Sand, das haben wir da unten im Bach. Und Kieselsteine, die finden wir da auch. Und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Was auch ganz wichtig ist, was er bestimmt auch nicht macht, wenn er sich Sand oder so holt, erstmal abspülen, dass er sauber wird und der Kies. Wenn man einfach so reintut, dann wird das Ding natürlich auch schon mal dreckig. Schön auswaschen. Das Moos oben drauf. Drum unterdrücken noch. So. Und dann ist das Ding fertig. Guck mal, wie es tropft. Perfekt. Ich habe gerade dahinter gesehen. Dahinter ist der Marc. Bei dem strömt das Wasser irgendwie nur so aus dem Filter raus. Das heißt, meine Siegchancen sind gut. Aber mal abwarten. Unterm Sand sprudelt richtig das Wasser hoch. Was anderes? Ich meine, Filter. Ich habe gerade gemerkt, so sieht er jetzt aus. Ich weiß, es sieht ein bisschen scheiße aus. Aber ich habe gemerkt, dass also ich aus Versehen ein bisschen Sand mit rein. So rum, dass es halt hoch und runter läuft immer. Und wenn ich dann drücke, dann sammelt sich der Sand da unten, weil da ist so ein kleiner Filter drin, so ein Ding. Und wenn ich dann umdrehe und drücke, dann kommt klares Wasser raus, meine Freunde. Ich bin ja mal gespannt auf dem Sein. Auf dem Sein, wie er sich da angeeignet hat für die Challenge. Da macht er seine Challenge. Mit Moos, eieiei. Mit Moos, das geht in die Hose. So, die Rucksäcke sind wieder auf. Die Challenge erledigt. Wir brauchen keine 2 Stunden, haben wir entschieden. Wenn das nächste Matschloch findet, dann
Schauen wir mal, welcher Filter besser funktioniert. Gucken wir mal, oder? Gucken wir mal. Geht jetzt auf jeden Fall mal wieder bergauf. Jetzt kurz vor 4. Vielleicht noch eine anderthalb, zwei Stunden. Gucken wir mal, je nachdem, wenn wir ein schönes Plätzchen finden und dann das Lager aufgeschlagen. Hier an dem Baum läuft überall Harz runter. Es brennt auch wie Sau. Deswegen machen wir uns jetzt hier ein kleines Stückchen ab. Dann können wir das heute Abend verbrennen. Ja, Harz aber herzlich. Die Sonne wird schon ein bisschen tiefer. Wir suchen uns jetzt ein geeignetes Plätzchen, wo wir so Lager aufschlagen können. Ein bisschen schwierig hier. Das ist nicht ein schönes, herrliches Plätzchen hier. Wir haben uns entschieden, wir bauen jetzt hier unser Lager auf. Ich zwischen den zwei Bäumen und der Marc zwischen dem und da, wo er gerade vorsteht. Ist meins, Lager. Das ist ein Mücke als sein Lager. Ich bin gerade auf der Suche nach ein paar kleine Steine, dass man eine geschützte Feuerstelle machen kann. Aber hier gibt es echt wenig Steine. Hier ist unsere Bank. Wir haben uns da ein bisschen zurechtgerückt. Und da haben wir uns eine schöne kleine Feuerstelle gemacht. Mal gerade schon ein bisschen Holz gespalten. Kleines, großes. Von vorher haben wir natürlich noch unsere Birkenrinde. Und ja, dann machen wir uns jetzt hier ein ganz kleines Feierle da drinnen. Und dann gibt es zumindest einen Kaffee. Ich glaube, jetzt ist es gleich fertig. Ich glaube, jetzt ist es gleich soweit. So, ich glaube, jetzt ist schon gleich fertig, der Kaffee. So, Premiere. Wohl bekommt's. Das ist unser Brennnessel-Tee. Ja. Das ist gut, oder? Ja. Schmeckt natürlich. So, solange wir Licht haben, gehe ich da jetzt noch mal kurz in das kleine Waldstückle. Da ist ein Baum, der ist kürzlich erst umknickt. Hab die Kukri dabei. Und den hacke ich mir jetzt voll ab. Wenn nachher Wildsau oder so kommt, dass ich mich da ein bisschen wehren kann. So, Freunde, jetzt geht's ins Nest. Wahrscheinlich wird's dünn, der Schlafsack. Wir erwarten heute so 2 Grad oder so, das ist vorher gesagt. Und ja, wird wahrscheinlich wieder eine kalte Geschichte. Aber so ist es, oder, mein Freund? Ja,
wird's kalt. Kalt und dunkel ist Woche. Ja. Wir gehen jetzt schlafen. Da und da drunter. Ja. So sieht das Ganze aus. Da schlafen wir. Wie ein Kokon. Ja. Kokon, Kokon. Geht's auch mal ins Bettle? Ja. Gute Nacht. Guten Morgen. Kalt ist. Wir haben flauschige 3 Grad. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Es ist 7 Uhr. Die Vögel zwitschern. Aber es ist arschkalt. Ich will gar nicht aus meinem Schlafsack raus. Ich glaube, der drüben, der schläft noch. Ja, auf jeden Fall noch nichts von dem. Ging eigentlich ganz gut. 2-3 Mal vielleicht wach geworden. Einmal einen Schuss gehört und einmal hat irgendwas geschrien. Weiß nicht, was das war. Könnte ein Hund gewesen sein. Aber Gott sei Dank waren keine Viecher da. Zumindest nichts mitgekriegt. Deswegen habe ich meine Notwaffe da zum Glück nicht gebraucht. Dann laufen wir zurück. Jetzt gibt's einen Kaffee. Einen Kaffee gibt's. Ah, der ist ja doch wach da drüben. Geh mal aus meinem Schlafsack raus. Von Jordan ist schon vorne. Kaffee. Camp ist abgebaut. Trinken wir noch unseren Kaffee und dann geht's weiter. So, haben wir alles gepackt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ich ahne Böses. Ja, Challenge startet jetzt gleich. Beziehungsweise wird fortgesetzt. Also, wir sind beim zweiten Teil unserer Challenge, Wasserfilter. Hier ist eine schöne Brühe. Marc sein Filter wird anfangen. Wir werden das jetzt hier ein bisschen in die leere Flasche tröpfeln lassen. Guck mal, da oben ist die Brühe, siehst du? Ja. Ich mache jetzt erst, also mein Filter funktioniert wie folgt. Ich mache auf. Und dann wird sich unten in der Öffnung da, die ich glücklicherweise hatte, das setzt sich jetzt gleich der Sand ab. So, jetzt aber arg sauber sieht es irgendwie nicht aus. Ein bisschen Filter da schon raus, hätte ich gesagt. Gut, ich glaube, das langt schon, dass man unten mal das Ergebnis sieht. Jetzt ist die Flasche wieder leer. Jetzt kommt mein Spezialfilter. Leider mit. Ein Tropfen pro Sekunde soll rauskommen, im besten Fall. Langt das? Ich weiß nicht. Ja. Ja, ist auf jeden Fall klarer wie meins. Nicht ja. Ganz klar, aber fast. Sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. Ja, doch. Okay, du hast gewonnen. Dankeschön. Gut, hast du mal. Gut. Jetzt machen wir mal meine Challenge. Die startet in 10 Sekunden. Survival Challenge. Du musst deine Kamera raus, oder? Die Filme. Filmst dich schon. Jetzt. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da ist schon wieder zu! Da ist schon wieder zu! Stimmt! Hoch!
Ich ja die Challenge, du Idiot, Alter. Kommt, du bist schon lange gefressen, du hast verloren. Du hast verloren. Guck, ich habe mich bewaffnet mit dem Stein, weil ich schmeiße. Und der ist schon lange gefressen. Scheiße Challenge. Bleib schon mal stehen, Alter. Ja, wenn er willst, so gewesen wäre, dann wäre ich gerannt, aber. Ja, okay. Marc hat die Challenge gewonnen. Okay, dann steht es jetzt 1-1. 1-1. Ja. Steil bergab geht's jetzt. Letzte Etappe. Autobahn Richtung Weißwurstfrüchte. Ja, mal gucken, ob man was findet. Da ist Feuerbach. Ja, Kaffee und Weißwurstfrüchte. Ja, ja, freut uns schon auf was zu essen. Ja, lang her, dass wir was gegessen haben. Ich schätze mal noch so 3-4 Kilometer bis ins Dorf, wo das Auto steht. Ja, dann haben wir es geschafft. Haben überlebt. Fazit von hier. Schön. Ein bisschen wenig Aussichtsmöglichkeiten, finde ich, hat noch zu viele Wege. Aber schon. Halt heute Nacht. Aber war schön. Ja. Wald halt. Wald und Berg. Die Ruine war auch schön gestern. Wald und Berg und Ruine. Was man noch sagen wollte, wir haben ja gestern Abend den leckeren Brennnesseltee getrunken. Heute Nacht haben wir dann die Wirkung erfahren. Und zwar ist das entwässernd. Wir mussten beide zweimal pissen. Wer schon mal in der Hängematte geschlafen hat, mit der Isomatte und Schlafsack, der weiß, dass das ein ganz schönes Geficke ist, da draußen reinzukommen. Deswegen haben wir uns da dann kurzerhand entschieden, einfach Schlafsack auf, Schlepperle hinaus und laufen lassen. Zweimal. Ja, was muss, das muss. Ja. So, wir haben es geschafft. Vorne steht das Auto. War mal wieder eine hervorragende Wanderung. Schöner Overnighter, bisschen kalt, aber war geil. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das zeigst du, das ist nicht schlecht. Boah! Sag mal, das ist doch gefährlich, was die machen. Und dann nur mit dem verpunzten Wasser, was sie da trinken. Und das schaffen die nie. 1000 Höhenmeter, weißt du, wie viel das ist? Mensch, hoffentlich kommen die gut heim. Ich mache mir ganz Sorge. Tequila!